Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Wir sind wieder bei unserem Elsort Let's Play Season 2 Ding. Und ich habe jetzt mal für Klassenwechsel Quest hier so mittlerweile gemacht, ne? Damit wir. Das soll jetzt genau aufgehen, von wegen die Questchen noch. Und als erstes möchte ich noch fragen: Wollt ihr, dass ich die Epic Quests vorlese? Da ich es eigentlich schon in der letzten Folge gefragt habe, aber es anscheinend irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Also. Wollt ihr es, dass ich vorlese, oder sagt ihr, nee, unnötig, braucht niemand? Und ja, das wäre eigentlich alles. Und ich habe mich ein bisschen verskillt, also ne? Wollte ich nur mal sagen. Und ich lese sie dann nochmal für diese Folgen vor. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt aufnehme. Ah, das. Ich muss noch so machen. So, jetzt hat. Du konntest es nicht zu Ende bringen, Pong? Wie war das? Wie war das, Pong? Eine Ausrüstung? Hier so ein Weg, danke. Eine Ausrüstung, bei der man die Kraft des Eldritch spürt, Pong? Die Antriebskraft des Altera-Kors müsste das Eldritch sein, Pong. Das würde auch erklären, warum Naso ständig Eldritch-Stücke sammeln, Pong. Richtig, nach diesen Schriften hier zu urteilen, brauchen alle Naso außer den ganz einfach konstruierten Eldritch zum Überleben, Pong. Die Generatoren, die du im Altera-Kor gesehen hast, saugen offenbar die Kraft aus Eldritch-Stücken und benutzen sie, um die Naso zu stärken. Was für ein Irrsinn. Zerstöre diese Generatoren, bevor sie noch mehr Eldritch vernichten. Pong. Okay. Ach ja, und warum ich jetzt länger nicht aufgenommen habe. Wie soll ich es gut ausdrücken? Ich habe ein Ei beim Paladin gespielt und keine Lust auf Let's Play gehabt. Auf den Let's Play-Tar hier, ne? Also sorry, very sorry. Und jetzt ist auch schon kann ich ihn zeigen? Und schauen wir hier mal, ob der hier in der Nähe ist. Ist der hier? Ja, hier. Wir haben schon den ersten KW von Ed. Ja. Wie ist er jetzt nochmal? Keine Ahnung, es interessiert mich auch gerade eben nicht. Und ja, den haben wir jetzt. Und wir können gleich rein, nice. Ja, wir haben ja auch in der Gruppe können. Fuck. Ja, wir haben ihn auf jeden Fall in der Gruppe. Mir ist nicht wichtig. Und das Mondmeister-Set ist raus. Na, stimmt ja. Also, das ist verbuggt. Und ja. Und ich werde auch noch Flammenschlag wahrscheinlich umskillen zu Flammenwelle, weil Flammenwelle ist persönlich für mich einfach. Besser, weil ich, wenn ich jetzt vor einem Gegner, also vor einer Gegnerreihe stehen kann und den Skill einsetze, als dass ich mittendrin stehen muss. Weil der hier, da muss ich ja mitten in der Masse drin stehen. Und so kann ich einfach davor stehen. Meine Meinung, ne? Zwar kann der andere mehr Damage machen, aber meine Meinung. Wollte ich nur mal sagen. Oh. Dieser Deadly Chaser, der ist so schlimm. Und ich habe jetzt ein fast komplettes, relativ fast komplettes Zwielichtschatten-Set. Mir bleibt eigentlich nur noch das Beinkleid und eventuell noch die Waffe oder das Zubehör, aber ich glaube, ich hole mir nur noch das Beinkleid und dann habe ich es für mich persönlich komplett, weil die Haare, mir gefallen die blonden Haare und ja, das Schwert gefällt mir auch, also ja, für mich nicht nötig. Wir haben jetzt ja das Mondmeister-Set, was man aus den Erhitzern kriegen kann, deshalb, ja. Ach ja, und das Video, wo ich euch versprochen habe, zu 222 Abonnenten, keine Angst, es kommt noch, ich muss vorbereiten dafür. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich hab's vergessen. Danke fürs Reinrennen. Das ist aber echt immer so, wenn ich eine Gruppe mache, dass immer mindestens einer reinrennt in die Dinger, wenn ich nicht reinrenne, weil ich warte kurz und dann ist bestimmt schon jemand reingerannt. Das ist einfach so. Das ist ja auch so schlimm. Vielleicht kriegen wir auch noch Rase. Wir schauen. Ich Loki mal. Ach ja, und das Elfo Together wird, also das, wo ich mit Simon und Ben bzw. Steven gemacht hatte, wird wahrscheinlich abgebrochen, weil das ist immer so anstrengend, im gemeinsamen Zeitpunkt zu finden. Das No Death, diese Deathless No Death Challenge, die wird noch kommen, keine Angst. Da braucht ihr keine Angst haben, ne? Und ich würde sagen, ich rede auch mal ein bisschen über Ed, was ich zu ihm halte.
denke, ne? Weil ich habe im Forum schon sehr gut sehen können, Ed ist OP und ich stimme dem voll zu. Ich habe in letzter Zeit, wie gesagt, Iron Paladin angefangen und ich spiele mit dem auch PvP, PvE, ne? Und mir ist selber aufgefallen, wie schlimm der ist. Weil der kann einfach... Machtbooster ist ein Freak Head, kann man sagen? Ja, Machtbooster ist ein Freak Head. Größtenteils. Dieses eine Geschoss da, was er am Anfang schon hat, also eine Base Skill. Und dann der Passiv dazu ist eigentlich auch schon... auch hast ein Free Catch, wenn man nicht unbedingt irgendeinen angefasst, mit dem man mit Ehrgeiz, also Superrüstung, vorstürmt. Und dann kommt der KW noch. Der kann, wenn er im Battle-Rüstung-Modus Ding, weiß nicht, was heißt richtig, Nasut-Rüstung heißt, glaube ich, ist, kann der, nach bestimmten Skills oder Combo-Enden nochmal Spezielles machen, also zum Beispiel, den ersten Special Active, danke fürs Reinreden, benutzt und dann zum Beispiel danach springt und ihn catcht noch. Ne? Teleport oder wie er hieß, ich weiß nicht, wie er hieß. Auch, ne? Der kann sich einfach direkt daneben stellen. Und catcht damit. Ne? Ist meine Meinung dazu. Und ich glaube, der KW bringt ihm jetzt ja auch noch mehr davon zu. Und ja. Aber an sich, einmal, wie ist das Skill jetzt nochmal? Oh, und der erste Feuer reingesprungen. Jetzt bin ich mal reingesprungen, yay. Das war unsichtbar, okay. Ich räume aber auf, wenn ich was auslöse. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Doppelhieb, oder? Nee, wie ist der nochmal? Der Skill, oh. Es ist der Base-Skill, den kann man... Schwerer Hieb oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Den man auch eine Notiz hat, dass er nur noch wegschiebt, statt umwirft. Ne, jedenfalls, damit macht man Damage, das ist so schön. Aber ja, an sich, im Damage und Catchen, starke Abwehr halt nichts. Aber ich finde ihn trotzdem noch OP. Ich sterbe zwar nicht richtig oft gegen ihn, aber... Ja, da zeigt das auch schon wieder seine Kampf-Kombo. Jedenfalls, ja... gibt ihm mehr Leben und macht den Machtbooster nicht so scheiß stark catchbar. Oder nehmt ihn ein bisschen. Weil ich finde persönlich ist das schon an manchen Stellen ein bisschen zu viel. Und... ja... Okay. Meine Meinung jedenfalls mal. Und genau der oder der andere Gedankenbrecher, damit kann man auch noch relativ gut catchen. Ne? Der DT lässt sich Zeit. Seht ihr, rennt jemand anders rein für mich. Schon wieder jemand anders rein. Das ist schlimm. Ich hasse es, wenn Leute da reinspringen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dieser Base? Diesen Base, oder? Ich glaube, das ist ein Base-L, so wie die Haare aussehen. Ich gehe mal davon aus. Ist neu, weil... Der springt denn alles rein? Jetzt just die Detail jump. Nee, aber... Ja. Ach ja, und ich werde schauen, dass ich eventuell bald die Livestreams mache. Da wollt ihr euch fragen, was für Livestreams wollt ihr? Wollt ihr Elsword Livestreams eher oder wollt ihr von irgendwie anderen Spielen wie Terra, Our Kingdom oder vielleicht wollt ihr von was anderem ja Livestreams haben. Kommentare wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ne? Sehr, sehr dankbar. Seht ihr? Rennt jemand anders nicht mal rein. Die Leute. Ach genau, feuriges Schwert, Level 35er Skill, ne? Ich vertraue auf die mal. Punkt. Ich laufe jetzt da nicht hinter.
Was ist das gleich hier, der Gegner anscheinend? Hm. Trotzdem, ich glaube nicht dahinter. Aber ich glaube dahinter. Hat die es nicht hinbekommen, so einfache Gegner umzuhauen. Ach, und ich habe gestern eigentlich den ganzen Tag nur mit dem Charger gespielt, nur damit ich KW gekriegt habe. Also so weit in KW gekommen bin. Und leveln halt. Also, ne? Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? 4 Millionen, ach geht. Da fuhr ich rein und es war weg. Okay. Fuck das Spiel, ne? Fuck das einfach. Das Spiel ist buggy und wir sind rot drüber. Ja. Sagt immer klimatisiert. Klimatisiert! Dieser Raum ist klimatisiert! Ich glaube schon, dass es ein Base ist. Wir fahren ins Licht! Was hat er geschrieben? Ja, genau. Wenn du... Hä? Das müssen wir dann schauen. Ja, ich... Ah, die diskutieren schon, dass der eine extra reinrennt. Okay. Ich doch nicht, jemand anderes. Okay, die diskutieren wirklich drüber. Und mir ist es sowas von scheißegal. Ich bin Let's Player. Ich will niemals extra in sowas reinrennen. Das würde Folgenstrecken bedeuten, was ich nicht gut finde. Ach ja, genau, der Nasodorb. Der ist nicht OP. Den nehme ich gleich mal mit. Jetzt muss ich erstmal den Handy noch holen. Ey, zeig jemand anders den Nasodorb. Nee, der ist nicht neu, aber der hat ein Base. Sehe ich. Aber so wie der reingerannt ist immer. No, ich wollte MVP. Schade, schade, schade. Ich verkaufe erstmal meinen Tricks. Juhu, einen schönen Tag. Hast du schon etwas gegessen? Ach ja, ich habe C-Rang. Yay. Zwar nicht wirklich gut, aber ich habe C-Rang. Eventuell willkommen PvP-Videos. Mutschimmerschuhe. Ach ja, genau. Ich hatte in letzter Zeit so richtig viel Glück. Ich habe ein Mutschimmer-Skimitar, glaube ich, oder sowas. Und noch was anderes. Gedroppt von den Kisten. Ich hatte einfach sau viel Glück. Aber ich kann sie nicht verkaufen, weil sie nichts wert sind. Lololololol. Egal. Jetzt kommt was. Okay. Unglaublich. Die Eldritch-Kraft ist kein Treibstoff, den man einfach so verbrauchen kann. Die Nase tun mir zwar ein wenig leid, aber wir können nicht zulassen, dass sie unseren ganzen Kontinent aussaugen. Pong. Hast du das riesige Eldritch-Stück gesehen, das Nasodkönig besitzt? Ich denke, das ist dasjenige, nach dem du suchst, Pong. Allerdings kommst du nur an das Eldritch heran, wenn du den Nasodkönig erledigst, Pong. Ich wünsche dir viel Glück bei diesem Kampf, Pong. Ja, jetzt muss ich im Hintergrund mit Dingen reden. Ich habe dich die ganze Zeit über beobachtet. Du bist der Richtige für diese Aufgabe, Pong. Du kannst mit dem Nasodkönig aufnehmen, Pong. Ho, ho, ho. Du hast wohl die in letzter Zeit an Beliebtheit gewonnen, Pong. Dann wünsche ich dir einen guten Kampf. Okay. Machen wir noch einen Dungeon. Und muss Speed beweisen. So, Ads-Karte. Nehmen wir auch mal mit. Zweite, lol. Erstmal gehen wir erstmal da hier und hier so, so. Nice, schön, dass es Gruppen gibt. Jetzt halt wieder, wenn man es einfach so, dass niemand sich meldet, ich finde es so richtig schlimm.